Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. Wie ich ja gesagt habe, ich habe jetzt einmal die Häuschen gebaut. Ich habe mir auch schon die Betten und ich habe mir, weil ich da eh gerade dabei war, auch ein Häuschen für mein Zeug da gebaut. Und da steht immer noch der Spack und der nervt mich so, dass der hier rumsteht. Dann setzen wir hier nochmal die Betten hin. Und eine Lichtquelle hat er, glaube ich, gemeint, ne? Nee. Erst kommt noch das zweite zum Erfolgen. Wenn du bestimmte Kombinationen aus Möbeln oder Gegenständen haben, okay. Ach nee, das sollten wir hier hinstellen. Zack. Zack. Gib mir eure Herzen. Wo ist er? Da ist er. Grün gebunsen, aber aus diesem Schlafzimmer. Das ist noch schöner, als ich erwartet habe. Jetzt müssen wir nicht mehr in diesem Monster für die Dunkelheit der Nacht umherren. Wir haben diesen sicheren Raum und können den neuen Tag wiederholt begrüßen. Und auf, ja, mit dem Erbauer auf unserer Seite müssen wir bei einem einzigen Schlafzimmer nicht Halt machen. Wir könnten ganze Häuser haben, warmes Essen, Glückseligkeit. Dämliche Demolusken. Ich habe all die Jahre gedacht, sie wären von Grund auf böse. Wie konnte ich so falsch informiert sein? Mein Bursche, seit ich dich diese Glocke läuten hören habe, erfüllt mich das Verlangen, etwas zu bauen. Es ist beschlossen. Meine Tage bei der Kindheit Haken sind vorüber. Ich werde mich von den Fanatikern abwenden und der Bauer werden. Wir werden Leben zurück nach Grünfeld bringen. Die Kunst, Räume zu bauen, ist dafür essentiell. Um unser persönlicher Bauer zu werden, solltest du üben, indem du Räume für die anderen Dorfbewohner baust. Also dann, mein lieber Sinn, wenn ich es richtig verstehe, dann brauchst du Samen. Nun, ich werde tun, was ich kann, um dir in dieser Sache zu helfen. Mehr habe ich fürs Erste nicht. Ich habe sie gefunden, als ich heute Morgen mein Bad gekämmt habe. Viel ist es nicht, aber wir können hoffen, dass ich bald für dich habe. Hast du mir jetzt Kohlsamen gegeben aus deinem Bad? Wie bleiben die da hängen? What the fuck? Sinn, ich nehme an, dass ich mir mein Bades beute. Ich habe mir natürlich die Samen dabei geholfen, hat, das Gottesgewächs wieder gedeihen zu lassen. Die Grünfelder werden unseren Teil beitragen. Morgens werden wir auf den Feldern ackern und nachts suchen wir in unseren Schlafzimmern, um uns von einer harten Arbeitstag zu erholen. Was wirst du tun, während du darauf wartest, dass die Kohlköpfe verreift werden? Dürfte ich vorschlagen, dass du diesen reizenden Schlafzimmer noch etwas reizender machst? Es braucht doch etwas traditionelle Grünfelddekoration. Sei ich so lieb und runde es mit einem Landschaftswerkzeug und einem schönen Stapel Feuerholz ab, ja? Jo. Wird gemacht, mein Freund. Und was brauche ich dazu? Halt, ich hätte zwei machen können. Noch eins. Und Feuerholz. Ich brauche für ein so ein Stapel Feuerholz, wo drei Dinger drauf sind, sechs Holz. Macht nicht ganz Sinn, oder? So, dann ist das ein kleines Haus da. Ey, wie die halt einfach über die Dinger drüber springen. Ah, so ist es besser. Der Duft von Feuer als der rustige alte Schaden von landwirtschaftlichen Werkzeugen. Das war wirklich eine gute Idee, wenn ich das so sagen darf. Sicher schon bemerkt, dass das Schlafzimmer ein Bauernschlafzimmer geworden ist. Wenn du nur ein paar Sachen hineinstellst, kannst du einen Raum völlig verändern. So einzigartige und interessante Räume sind die Leute viel zufriedener als in eintönigen, zweckmäßigen Zellen. Sie werden von Dankbarkeit geradezu platzen, wenn du weißt, was ich meine. Sinn, dieses neue Schlafzimmer ist unglaublich. Wir sind einen Schritt näher am Wiederaufbau des Grünfeld-Bauernhofs dran. In der Tat, meine Liebe, unsere nächsten Prioritäten muss gesunde Erde sein. Wir können keinen Bauernhof und ein paar mittige Flecken brauchbare Erde bauen. Wer von einem merkwürdigen Stamm gehört, der früher hier gelebt und verdorbene Erde in saubere, fruchtbare Erde verwandelt haben sollte, aber ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber darüber können wir später noch nachdenken. Fürs Erste hast du dir eine Belohnung verdient. Etwas mehr von meinem Bartes Beute. Wow, jetzt habe ich 5. Ja. Oh mein, oh, ich hab Hunger. Oh mein Gott. Scheiße. Und der Fernseher will sich ausschalten. Hör auf. So. Und ich habe ja Kisten gebaut. Siehst du, die hab ich gar nicht gezeigt, ne? So. Boah, nur 40%, aber wir haben ja hier noch einen Haufen. Warte mal, die wachsen wieder nach. Ernte Kohlköpfe. Och, das war's auch schon. Hurra, wir haben es geschafft. Wir haben 15 ganze Kohlköpfe geerntet. Früher gab es auf Grünfeld so viele Kohlköpfe, dass wir sie an andere Insel verschickt haben. Sie waren weit und breit für ihre Köstlichkeit und ihre Saftigkeit bekannt. Eines Tages haben wir vielleicht auch so viele Kohlköpfe. Wäre das nicht toll? Hm. Sieh nur Sinn, guck dir das Gottesgewächs an. Was denn? Schaut doch genauso aus mit dem komischen dicken Typen daneben. Oh.
Muss ich auch klatschen. Klatsch mich so ein kleiner Behinderter. Wir haben es geschafft. Die erste Aufgabe erledigt und das Gottesgewächs sieht schon kräftiger aus. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Vielleicht habe ich endlich etwas wahrhaft Zerstörenswertes. Soll ich es verbrennen oder das soll es sprengen? Donnerlütchen, wir sind erledigt. Ich wusste doch, dass das alles ein Fehler war. Bitte nicht, Pater. Wir haben auf dich gehört und das Gottesgewächs ist wirklich gewachsen. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Völlig richtig, Rosi. Wenn ihr meinen Zorn nicht auf euch nehmen wollt, dann kümmert euch weiter um diesen Baum. Ihr solltet diese Felder pflügen, als würde euer Leben davon abhängen. Ja, aber kannst du weggehen? Du verschandelst mein Dorf, Mann. Und das ist mein Dorf. Und jetzt pflanze ich hier mal noch den Rest von dem Scheiß. Ja, Rosi, nerv jetzt nicht rum, Mann. Ich pflanze jetzt hier mal den Samen. So. Das ist seltsam. Ich komme nicht ganz hinter seinen Standpunkt. Aber wenigstens hat er dein Gottesgewächs nicht zerstört. Dann würde ich mal vermöbelt. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, viel Weizen anzubauen und 50 Felder Erde zu pflügen. Naja, was das Weizen angeht, im Osten gab es früher eine kleine Mühlenstadt. Mittlerweile steht da nur Ruinen, aber vielleicht liegt dort noch Weizensamen versteckt. Ich habe auf deiner Karte markiert, wo du die Ruinen finden kannst. Bitte geh und bringst sie. Ja, okay. Okay, ich muss das hier ausfüllen. Das geht mir richtig auf die Nüsse, Alter, dass das hier so ausschaut. Aber ich werde nicht genug Zeug haben. Schön viel matschige, schleimige Erde verteilt, die wir wahrscheinlich dann am Ende alles abbauen dürfen. Yeah! Geil, Mann! Wir haben jetzt saubere Erde, dann können wir das alles wieder abreißen. So, zack, zack. So, Erde mit den Herzen. 72, also noch 278? Scheint die Bienen. Achso, die Herzen kommen immer wieder raus, oder was? Zack, zack, zack. Sollten wir vielleicht welche aufsparen, ne? Okay. So ist die Karte. Dahinter müssen wir. Zur Mühlenstadt. Auf und davon. Mit unserem Kohlkopf in der Hand. Was ist denn das da hinten? Das schaut aus wie so ein Göttersamen. Böser Schleim! Hä? Spiel Mäuschen und schau dir die alte Windmühle an. Das ist doch. Ey, das ist so eine kleine Ratte. Quick, hallo Mensch, normalerweise gebe ich reisende Mausen starke Tipps, aber gerade bin ich echt sauer und muss etwas loswerden. Früher kam man auf diesem Weg zum allerbesten Kornspeicher, der bis oben hin mit Weizen gefüllt war. Immer wenn ich Hunger hatte, habe ich mich hingeschlingen und habe mir einen Happen geklaut. Aber jetzt zumindest dann nur so von Monstern. Es ist viel zu gefährlich für mich da, jetzt seinen Snack zu klauen. Wenn du da hingehen willst, werde ich an der Stelle sehr vorsichtig, Quiek. Übrigens, die satten Ratten auf dieser Insel sind nicht wie andere Monster. Wir sind immer lieb und versuchen den Leuten zu helfen, so gut wir können. Wenn du uns auf deiner Reise begegnest, dann sei nicht schüchtern, sprich mit uns. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal um die Viecher vermöbeln. Hä? Was ist denn das hier? Das gehört aber scheinbar nicht dazu. Auf dem seltsamen Denkmal aus Stein ist deine Inschrift gehauen. Willst du sie lesen? Nein, ich bin dahin, um das Fragezeichen zu sehen. Ich hinterlasse dieses Rätsel als Herausforderung für jeden jungen Erbauer, der sie findet. Mögen sie dir auf dem Weg zum Meistererbauer helfen. Verwende deinen Verstand und deine Baufähigkeit, um sie zu lösen. Du solltest sowohl mit Schätzen als auch mit neuen Kräften belohnt werden. Die Inschrift endet hier. Wer auch immer das geschrieben hat, scheint ziemlich viel von sich zu halten. Naja, wie auch immer, wir können uns ja daran versuchen und sehen, was passiert. Ja, aber was? Ach Gott, willst du mich verarschen, das? Sinn löst das Puzzle. Ich hab den scheiß Block rausgezogen. Aber der kann doch nicht bleiben, schon für Scheiße. Was ist das? Eine Münze? Mini-Medaille. Eine Mini-Medaille, wenn du Rätsel löst. Wenn du viele sammelst, dann warte eventuell eine Überraschung auf dich. Die dumme Sau hat mich angelogen. Der hat gemeint, ich bekomme was. Mini-Medaillen gibt es in Dragon Quest immer zu sammeln. Was ich übrigens auch. Warte, wo muss ich hier in die Richtung? Heute auch mitbekommen habe. Das habe ich gar nicht gewusst, als ich Dragon Quest Builders 1 gespielt habe. Dass Dragon Quest Builders 1 ist im Prinzip. Wenn. Im ersten Dragon Quest Abenteuer, wenn ich Böse gewonnen hätte. Und das spielen wir im Prinzip nach. Ja.
Ihr kleinen scheiß Viecher, Alter. Töte ihn! Dieses Skelett. Alter. Ach, scheiße. Ich muss wieder ein bisschen üben, dass ich das wieder gescheit kann. Du kannst die Monster nämlich gut ausrangieren im Normalfall. Ah! Hey, dunkel danach. Verdammt, der trifft mich sogar hinten dran. So ein Scheiß. Stufe von Sinn und Malrod erhöhen sich. Malros erhöhen sich. Stufe 3. Setz los. Sinn lernt eine neue Anleitung. Steinschwert. Yes, Alter, jetzt geht's rund. Nanu? Hey Sinn, hast du gerade eine neue Waffe erfunden? Kam dir die Idee, als du mir beim Kämpfen zugeguckt hast? Ha, das ist großartig. Dann sollte ich besser weiterkämpfen. Ich kann gar nicht abwarten zu sehen, was für neue ausgefallene Waffen du dir als nächstes ausdenkst. Wenn du dir neue Rezepte für Waffenrüstungen einfallen, solltest du zum Anfertigen vielleicht einen Ambusser statt einer normalen Werkbank benutzen. Und du bleibst da. Dämliches Vieh. Ja, damit. So. Wir sollten, glaube ich, erst noch zurück. Sollten wir zurückgehen? Ich hole mir jetzt erstmal das Steinschwert. Stein haben wir genug. Geh weg, du hässliches Drecksvieh. Das ist auch eine schöne große Welt immer, wo man erkunden kann. Vor allem, da gibt's auch Drachen. Also im ersten Teil waren Drachen irgendwo versteckt. Das habe ich irgendwann erst am gegen Ende mitbekommen, als ich die kann nur vom Malros verwendet werden. Ah, okay, deswegen. Ausrüsten. Da kann der Zukunftsstock weg. Das kann nein. Das kann nein. Das kann nein. Das kann eigentlich auch nein. So. Und was wollte ich sagen? Ja, stimmt, genau. Da gab es dann so geheime Drachen oder sowas. Die kann man in jedem Gebiet, konnte man die vernichten. Ich habe das halt ums Verrecken das ganze Spiel über mitbekommen, obwohl ich eigentlich teilweise die ganzen Inseln erkundet habe. Dachte ich, ist das Problem dabei. Naja, und dann habe ich so viel, hatte ich Dragon Quest 1 gezockt und dann durchgespielt und so viel gebaut und was weiß ich was. Dann hatte ich einfach keinen Bock mehr, die noch zu suchen. Dachte mir, scheiß auf die Drachen. Ach, scheiße. Ah, das ist doch kacke, ihr dämlichen Mist. Ach komm, ey, normalerweise machen die doch immer was. Erst warten und dann zuhauen. So, jetzt. Wenn da drei auf einmal sind und die unterschiedlich angreifen, ist es schon echt ätzend. Malrod, hau drauf. Ach komm, wegen der Sekunde. Hä? Wer greift mich da an? Alter, die sind jetzt einfach wieder gespawnt oder was? So ein Scheiß. Von mir halt es gar nicht, wow. Das soll das eine Windmühle sein? Verdammt. Sehen Sie denn diese Gebäude an? Meinst du, da drin finden wir die Samen? Scheiße, ernsthaft. Es gibt nur einen Weg, um rauszufinden. Komm, gehen wir rein und sehen uns um. Shit. Ich dachte jetzt mit irgendeinem kleinen zerstörten Ding, Alter. Was ist da? Wow. Ist hier irgendwas? Ja, gibt's wenigstens Holz da, her damit. Ich kann Holz brauchen. Während er da oben auch alles zerdonnert.
Hä? Oh, fuck. Magst du? Läuft der weg von mir? Hä? Wo ist denn der hin? Keine Ahnung, gehen wir nach oben. Jetzt ist so eine Maus? Was bist denn du für einer? Uff, erst werde ich von Monstern angegriffen, dann bricht meine Waffe in zwei. Ich kann es nicht glauben. Mir ist so ein Amboss quasi genau vor meiner Nase, aber ich würde sterben, wenn ich selber was herstellen müsste. Wenn mir doch nur jemand eine total coole Waffe, einen Zypressenstock oder so für diesen nutzlosen Weizensamen geben würde, die ich gefunden habe. Ist ein Amboss? Oh, tatsächlich. Ja, wie wär's damit? Na wow, die will halt nur diesen scheiß dämlichen Stock haben. Was für eine dumme Nuss. Was, ich gebe hier einen Steinschwert und dann willst du den blöden Stock. Oh mein Gott, dieser Zypressenstock ist ja sowas von der Oberhammer. Wer bist du und wo hast du diese Waffe her? Dass du hast sie hergestellt? Quatsch, was hast du auch noch gesagt? Du wärst ein Erbauer, du bist doch verrückt. Naja, verrückt oder nicht, ich schulde dir was. Und da ich wieder eine brauchbare Waffe habe, kann ich das tun, was die Kinder Argons wollen und dieses Dorf zerstören. Moment, hier liegt etwas total Verdächtiges in der Luft. Was? Oh, scheiße. Och nee, noch mehr von denen. Diese Orte liegt quasi direkt auf einem Ameisenhügel. Ich habe so viele auf meinem Weg hierher vermöbelt, dass mein Schwert kaputt gegangen ist. Können ihr mir behilflich sein, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann sind diese Ameisen 0,6 Geschichte. Ja, aber nimm das Schwert, Alter. Ja, dann gehen wir halt ein paar Viecher killen. Attacke! Ja klar, Alter. Na, boah. Oh oh. Erzameisen wurden besiegt. Und der Typ denkt sich auch, was soll der Scheiß, hört auf mich zu ignorieren. Hör auf hier rumzunerven, Mann, wir sind ja gerade. Schlagt auf ihn ein! Töte den Bettlaken, das Bettlaken! Nein, 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 komm, stirb jetzt endlich! Ach, verdammt! Boah, du Sack! Wenn er mich angreift, macht er plötzlich einen komplett anderen Move. Das war so abgefahren. Wir haben diese dreckigen Ameisen voll wie Ameisen zerquetscht. Ohne meine genialen Zypressenstock hätte ich das nicht geschafft. Wow, ich bin gerade so geladen, dass es sich anfühlt, als würde ich vor Aufregung platzen. Aber egal, du hast gesagt, du wärst doch Bauer, oder? Was hat es denn damit auf sich? Was magst du in einem Ort wie diesen? Im Ernst, du suchst nach Weizensamen, damit ihr den Grünfelder Bauernhof wieder aufbauen könnt? Mann, ich werde total göttliche Vergeltung abkriegen. Die Meister der Zerstörung wird euch ernsthaft erschlagen. Aber trotzdem, dir liegt diese ganze Sache mit dem Bauern total. Dieser Zypressenstock ist der Wahnsinn. Vielleicht ist das Bauern gar nicht so schlecht. Hier, nimm die. Ich habe doch versprochen, die Samen gegen den Stock zu tauschen. Besser später als nie. Ja. Ja. Ich heiße Bibi. Ich bin voll die starke Soldatin. Dann lassen wir uns mal zu eurem Bauernhof zurückkehren. Ich will sehen, was aus diesem Weizensamen wird. Musst du Bibi heißen? Also nichts gegen den Namen, aber irgendwie muss ich da automatisch an... Heißt sie eine YouTuberin, Bibi? Ich hab's gerade vergessen. Hey, hier geht's gar nicht weiter nach. Was soll der Scheiß? Ist da bestimmt noch irgendwas oben. Oh Mann. Scheiße, so komm ich nicht mehr auf. Oh. Scheiße. Geht's denn noch weiter hoch?
Hier kann ich hochklettern, oder? Hundertprozentig gibt's da oben irgendwas. Sehr gut. Da gibt's bloß Holz dafür. Okay. Scheiße. Machen wir halt Minecraft-Art. Zack, 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 zack. Nichts, hier muss irgendwas geben, verdammte Scheiße. Nochmal, ich kann auch so. 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 Setzen wir jetzt hier einen. Okay, dann haben wir das da. Und dann sind wir jetzt am Dach. Da ist nichts. So eine Scheiße. Boah, was für eine Verarsche. Oh oh, boah, jetzt ist die Verlunde. Mann, hier ist ja wirklich nix. Wupp. Zack. Nein! Das war knapp, mein Freunde. Meine Freunde. Toll, es ist ja nichts mehr versteckt, ey. Voll die Schweinerei. Betrogen und belogen fühle ich mich. Ist das da unten? Ist da unten irgendwas? Scheinbar nicht. Normal drauf läuft jetzt hier rum und vermöbelt alles. Hey, schalalalala, schalalalala. Hau drauf, Mali! Naja, wir können auf jeden Fall noch einen Haufen Holz brauchen, also. Ein paar Bäumchen unterwegs weghauen, passt schon. Es zieht sich schon echt in das Spiel, also was ist halt die paar Sachen, was man so macht. Unterwegs ein paar Teddybären, wollte ich jetzt schon sagen. Dämliche Scheiß. Bibi, hau mir drauf! Ja doch, Bibis Beauty Palace war der Scheiß, ne? Keine Ahnung. Ist aber auch jetzt nicht mein Bereich, nennen wir es mal, an YouTube-Zeugs. Oh, zack, 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 zack. Maros, du musst ein bisschen schneller schalten, Alter. Ich hab bloß einen? Na super. Wundervoll! Yay! Was wir ernten hier. Jetzt brauchen wir trotzdem erstmal saubere. Kann ich mich dir anschließen? Nö. Aber an der Stelle bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen. Obwohl, nein, nein, warte, wir lassen jetzt die, wir labern jetzt noch kurz mit der.
so alles so abgefahren ist, das ist ein Gottesgewächs, ja, oder? So zieht sich dieser ganze Landwirtschaftskram hier an. Ich bin ja Soldatin, also eher eine Kaputtmacherin als eine Erbauerin, aber ich möchte helfen. Ich könnte doch einfach bleiben und diesen Ort für dich bewachen. Kinder Hagmanns sind sowas von out. Von jetzt an sind wir die Erbauer Hagmanns. Haha, oh Mann, ich freue mich sowas was von drauf. Es war total abgefahren, diese Typen in ihren spießigen Gewändern zu sagen, dass sie sich ihre blöden Regeln sonst wo hinschieben können. Wirklich große Töne. Wirst du auch noch so mutig sein, wenn der Meister der Zerstörung den Waffen deine Rüstung in 1000 Stücke zerschmettert? Ah, da ist es so ein Typ im spießigen Gewand. Bibi schließt sich dem Team von Sinn an. Warst du schon? Okay. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Also, aber jetzt an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wie mal in der nächsten Folge als Erbauer. Oh Mann, ich muss das Ding da auf jeden Fall schöner machen, das ist doch voll scheiße. Und das Zeug da muss ich noch ausfüllen. Ah, so viel Arbeit, so viel Arbeit. Für unseren kleinen Saiyajin. Boah, hier donnert es gerade voll. Hört man das? Egal, also, jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest The Builders 2. Macht's gut und Servus.